Ja, hi, hier ist wieder mal Gulati mit War Thunder. Ich möchte euch heute mal die Nation der Deutschen zeigen und habe jetzt hier zu Beginn auch nur drei Flugzeuge. Also das wären auch die Anfangsflugzeuge, mit denen man bei den Deutschen beginnt. Sind eigentlich alle drei gleich stark ausgerüstet. Ich glaube, ich habe jetzt hier keinen. Hier hätte ich noch eine Sekundärbewaffnung, eine Bombe zum Beispiel, die man später sich hier holen kann. Aber ansonsten habe ich hier ja eigentlich immer die gleichen Voraussetzungen bei den Flugzeugen. Treibstoffmenge 30 Minuten, hier ist ein bisschen mehr Treibstoff an Bord. Legen wir mal gleich mit dem ersten Flugzeug los. Sind natürlich alles drei Doppeldecker, die ziemlich wendig sind. Das heißt, mitten im Gefecht kann man sich eigentlich gut navigieren und auch ja, relativ gut dafür sorgen, dass man hinter den Gegner kommt. Ich glaube, wir sind hier wieder, was ist hier, das Ziel müsste wieder sein, Bodenzerstörung, also die Bodenziele anzugreifen. Fliegen ein paar rum. Wir müssen mal gucken, auf wen wir jetzt zuerst gehen. Rechts sind ein bisschen wenig blaue, das heißt, wir gehen hier mit nach rechts, würde ich sagen. Dürfen nur nicht zu allzu schnell sein. Der dreht nämlich jetzt, genau. Erst ein Treffer. Bin echt recht langsam, also der haut mir da ab, der Pilot. Ist abgestürzt. Hinter mir ist irgendwo einer. Los, stürz ab. Nice. Genau rechtzeitig, weil ich muss jetzt nachladen. 8 Sekunden noch. Los, hinterher, hinterher, hinterher. Nein, ich bin überhitzt. Boah, hat mich hinten getroffen. Am Heckruder. Nein! Nein, 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 nein! Ja, es war klar.
Aber doch recht lang durchgehalten jetzt mit dem ersten Flugzeug. Nee, wie, die Flak hat mich erwischt. Ich glaub's ja nicht. Nicht mal ein anderer Spieler. 9 zu 10, das ist wieder relativ ausgeglichen. Man will natürlich gewinnen. Boah, hat er mich voll erwischt, die Sau. Ey, es kann's nicht sein. Aber ich steig noch raus. Zum Glück bin ich relativ hoch. Ich müsste das schaffen in 5 Sekunden, oder? Eins, hoch, raus, 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 raus. Yes. Wir haben eine Niederlage erlitten. Zurück zur Basis. Aber mit dem zweiten Flugzeug, das war jetzt gerade nichts. Leider. Konnte keinen Sieg einfahren jetzt hier in dem ersten Match. Aber es folgt noch ein zweites. Haben jetzt hier eine neue Bewaffnung gekriegt. Wunderbar. Kann man sich, denke ich, mal ganz gut sehen lassen jetzt hier mit der ersten Runde. Gleich folgt noch eine zweite Runde. Dann geht's weiter mit den Deutschen. Ja, da sind wir wieder zur zweiten Runde mit den Deutschen. Wir haben zufällig nochmal die gleiche Karte bekommen. Ich lege jetzt gleich mal mit meinem letzten Flugzeug los, weil ich da später ja die Bomben upgraden kann. Und so gesehen dazu kriege. Weil wir müssen uns jetzt mal konzentrieren, dass wir hier mit den Deutschen unseren Tagessieg einfahren. Damit ich halt ein bisschen mehr Punkte bekomme. Das macht echt schon was aus. Diesmal lassen wir uns nicht von der Flak abschießen. Artillerie. Da ist eine Flak. Fahren wir über den Panzerwagen zur Flak. Nach da hinten. Muss langsamer werden, ich bin zu schnell. Oh, ich bin zu schnell. Okay. Wow, okay. Ja, da kommen schon die ersten Flugzeuge jetzt, die mir hier an den Arsch wollen. Nice, schon richtig viel erwischt. Boah, ich krieg übelst die Schüsse ab. Irgendwelche Freaks sind hinter mir. Wow, wow, wow. Ach, scheiße. Nein, er hat mich erwischt. Pilot kaputt. Nein. Ihr habt gerade unten gelesen, über Vitalität, wie es da gerade stand. Habt ihr die Möglichkeit, eure Crew so gesehen, also die levelt auch mit und gewinnt an Erfahrung. Und da könnt ihr auch Punkte vergeben jetzt in Treffsicherheit des Schützen, in Vitalität der Piloten, dass die Piloten halt auch mehr aushalten und nicht gleich vielleicht mit einem Schuss tot sind. Da habe ich ehrlich gesagt mich noch gar nicht so sehr mit befasst, weil ich ja halt immer noch mit den Einsteckerflugzeugen fliege und da eigentlich noch zu wenig Flugstunden habe mit denen, als dass ich mir da schon Gedanken mache über die Entwicklung meiner Crew. Müssen wir mal schauen, in der Mitte jetzt hier ist nur ein blauer, hier sind ganz viele rote. Vor denen kriegen im Sturzflug, ich glaube fast, na doch, wenn er jetzt abdreht. Ne, bin ich wendig genug. Haben wir einen.
B-Shot ist ein Amerikaner. Der ist zum Glück nicht so wendig wie ich. Hält dafür natürlich ein bisschen mehr aus. Kritischer Treffer. Nice. Hey, komm, 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 komm. Kommt ein japanischer Jäger. Na los. Acht Sekunden noch. Wow. Boah, der ist wesentlich schneller. Der ist zu schnell da hinten. Hinter mir ist wieder was. Ne, der Flak. Nur eine Flak. Auch zu schnell, haut wieder ab. Wir sind dem Feind voraus. Boah, ist auch zu schnell. Hier kommt einer auf mich zu. Nein! Ich wollte ihn gar nicht rammen. Nein, 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 nein. Flugzeug zerstört, yes. Gab nochmal Punkte. Treffer gab es auch nochmal. Nicht schlecht. Und sogar noch gewonnen. Mal schauen. Punktemäßig 900. Yes. Endlich mal richtig gut Punkte gemacht. Noch Auszeichnungen bekommen. Neuen Jäger freigeschalten. Könnte ich mir kaufen. Neuen Motor freigeschalten für mein Flugzeug. Perfekt. Gewinne die 200 gegen andere Spieler. Aha. Champion errungen. Bonus für den ersten Sieg. Yes. Forschungspunkte dazu bekommen. Sehr cool. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier mal jetzt Gameplay gewesen mit den Deutschen. Also ich möchte jede Nation so mal ein bisschen vorzeigen. Deutsche eigentlich ganz gut. Sind aber nicht... Man ist mit denen nicht ganz so treffsicher. Habe ich also gefühlt, ist es so. Dass die Flugzeuge ziemlich schwammig in der Luft liegen. Im Vergleich jetzt zu den Amerikanern oder zu den Japanern. Aber gut, ich denke, da fehlen mir halt auch noch ein paar Upgrades für die Flugzeuge. Ich habe die noch nicht so oft gespielt. Wird eventuell besser oder ist dann halt einfach so die Art der Flugzeuge. Kann natürlich auch sein. Ich würde mich über Kommentare freuen zu meinem Gameplay von War Thunder und hoffe natürlich auch, dass ihr morgen wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, Magul HD mit War Thunder. Bis dann.